Jo Leute, was geht? Heute mal wieder mit einem neuen Video in alter Frische. Heute mal mit nicht so einem schönen Video. Ihr habt es ja im Titel gelesen oder auch im Thumbnail gesehen. Heute mit einem Ansage- bzw. Real Talk-Video an Justin. An alle, die Justin kennen, mein Beileid. An alle, die ja Justin nicht kennen, ihr habt nichts verpasst. Also Glückwunsch an euch. Ich mache dieses Video, um den meisten Leuten mal die Augen zu öffnen, was Justin wirklich für ein Mensch ist. Viele, wie gesagt, kennen ihn ja gar nicht und sehen vielleicht immer nur das Positive an ihm. Und ich werde einfach heute mal ein paar Sachen, ja, sagen, wie Justin auch wirklich drauf ist. Also bleibt bis zum Schluss dran, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und natürlich schreibt eure Meinung in die Kommentare. Aber Leute, natürlich bleibt sachlich, beleidigt niemanden. Wenn ihr ein normales Kommentar schreibt, dann ist auch alles easy. Aber wenn ihr so beleidigt oder sonstiges, ja, dann werdet ihr leider blockiert. Also Leute, dann würde ich sagen, fange ich direkt an. Viel Spaß mit dem Video. Und let's go. Als ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, René Fitti war heute Morgen live. Kurz nach 7 ist er live gegangen. Ich habe das Ganze natürlich nicht mitbekommen. Ich habe ihn auch nicht mehr abonniert. Ich bin auch nicht mehr in seinem Discord. Aber Leute, dafür habe ich ja auch meine Community, die natürlich auch um diese Uhrzeit wach ist. Und natürlich dann auch alles, ja, mitbekommt. Auch wenn keiner bei euch in den Chat reinschreibt. Merkt euch, die Community steht immer hinter einem. Und mehr, die sehen alles. Die hören alles, die sehen alles, was bei euch im Stream passiert. Der Stream ist leider nicht mehr online, da wahrscheinlich René nicht die Eier dazu hatte, ja, den Stream online zu lassen, weil er natürlich Äußerungen geäußert hat gegen mich und, wie ich auch gehört habe, gegen Clash Talks. Ich kann da eigentlich nicht viel zu sagen, also ich weiß jetzt nicht, ob René mich beleidigt hat oder ob es Justin war. Mir wurde es gesagt, dass auf jeden Fall das HS-Wort gefallen ist und dass das gegen mich gerichtet war, also es wurde mein Name gesagt. Und dass ich halt ein HS wäre. Ich verstehe natürlich nicht, warum er das on-stream gesagt hat, warum er mir das dann nicht einfach schreibt, dass ich halt ein HS bin. Oder warum er nicht dann einfach mir das ins Gesicht sagt. Ne? Privat, er kann gerne meine Adresse haben, ich schicke ihn die sehr gerne. Und dann kann er mir das gerne auch mal ins Gesicht sagen, was ich denn doch für ein HS bin. Und natürlich, wie gesagt, hat er auch den lieben Clash Talks beleidigt. Auch natürlich mit sehr harten Worten, aber das ist natürlich ein anderes Thema. Das muss dann halt Clash Talks mit René oder beziehungsweise mit Justin dann abklären. Ich blende euch jetzt mal hier drei Bilder ein, was meine Community mir geschrieben hat. Und Leute, ich muss euch natürlich ehrlich sagen, wo ich das gesehen habe, dass halt René und Cola gegen mich schießen. Ja, da bleibt mir eigentlich auch gar nichts anderes übrig, hier ein Video drüber zu machen. Ne? Also was ihr halt wirklich für Abschaumenschen seid, das ist wirklich... Löscht euch einfach und ja, euch braucht niemand auf YouTube. Euch vermisst dann auch keiner. Also ihr könnt einfach euren YouTube-Kanal nehmen, in den Müll werfen und fertig ist. Also René und Cola, also Justin, löscht einfach euren YouTube-Kanal und dann hat sich die Sache erledigt. Alle sind zufrieden, weil solche Abschaumenschen wie ihr braucht hier niemand auf YouTube. Ich habe ja gestern gesagt, dass ich ein Real Talk bzw. ein Ansage-Video mache gegen Justin, aber dass natürlich jetzt auch noch René gegen mich schießt, und natürlich auch mit solchen harten Worten, da muss ich halt René jetzt ja auch hier mit ins Boot nehmen. Ich habe gesagt, ich möchte nicht beleidigen und ich finde auch Abschaum ist kein schlimmes Wort. Ich beleidige ja nicht als HS, so wie du oder ich weiß nicht, wer das gestern im Stream, also heute Morgen im Stream geäußert hat. Ich weiß nicht, ob du es warst, René, oder Justin. Einer hat von euch auf jeden Fall HS gesagt und es ging auf jeden Fall an mich. Also es wurde gesagt, Martin ist ein HS und... Genau, und dass du halt auch gegen Clash Talks schießt, keine Ahnung warum, das ist natürlich auch nicht meine Sache, da halte ich mich auch komplett raus. Ich finde es eigentlich wirklich schade, ich finde es wirklich echt schade, du warst eigentlich wieder auf einem guten Weg, auch Justin war wieder auf einem guten Weg. Wir haben ihm damals so viel geholfen, wir haben ihm immer nur gute Ratschläge gegeben, aber am Ende hat er einfach alles mit Füßen getreten und somit natürlich auch auf die Schnauze gefallen. Und genau, dann würde ich eigentlich auch sagen, gehen wir direkt rüber zu Punkt 2. Genau, also Justin, was du gestern in deinem Stream alles geäußert hast gegen Frauen und das ist wirklich, du nennst sie Bordsteinschwalbe, ein anderes Wort für Nu. Also ich möchte das Wort jetzt nicht ganz aussprechen, aber der eine oder andere kann sich bestimmt denken, halt, das sind Frauen, die halt ein bisschen freizügiger sich anziehen und halt am Straßenrand stehen. Und Justin hat halt, sage ich mal, so die Frauen in dem Sinne beleidigt. Nur halt, ne, er hat halt das harte Wort dafür gesagt. Er stellt ja auch alle Frauen als gleich dar.
nur weil er verarscht wurde. Natürlich ist es nicht schön, verarscht zu werden, aber dahingegen alle Frauen, ja, sag ich mal, so zu behandeln, dass sie alle einfach ein Stück Scheiße wären oder halt einfach nur, ne, wären, ne, also ein paar, ja, Straßen, ne, ihr wisst, was ich meine. Das finde ich geht einfach gar nicht. Unter anderem auch, weil es einfach auch kleine Kinder sind, die auch bei dir im Stream dabei sind und sich das Ganze geben. Mein Sohn guckt auch Rocket League Streams und soll er das Wort, was du da sagst, also dieses Nu, ne, ihr wisst, was ich meine, soll er sich das dann merken und dann auch irgendwie zu anderen Frauen sagen oder wie? Mein Sohn ist 6 Jahre alt, der hat schon mehr Gehirn als du, Justin. Das ist wirklich auch, ja, muss man ehrlich sagen, traurig. Der fasst so viele Sachen auf und wenn er gerade in dem Moment deinen Stream guckt und du machst gerade einfach irgendwie, keine Ahnung, du blubberst da irgendwie wieder was vor sich hin und nimmst einfach Schimpfwörter in den Mund, was halt, sag ich mal, auch die Frauen betrifft. Das ist ja noch das zweite Thema. Und mein Sohn, der schnappt das dann einfach auf und der benutzt das dann in anderen Worten in der Schule oder sonstiges. Und sowas muss dann einfach nicht sein. Und ich würde jetzt eigentlich auch direkt zum dritten Punkt, und das ist halt Alkohol und Rauchen im Stream. Dazu kann ich eigentlich nichts so großartig zu sagen. Du kannst Alkohol trinken und auch rauchen, so viel du willst. Rauch am besten, weiß ich, 5 Schachteln am Tag. Das ist mir scheißegal. Trink am besten 3 Kasten Bier am Tag. Ist mir auch scheißegal. Aber mach einfach diese scheiß Kamera aus. Es ist ja nicht viel, oder es ist ja auch nicht schwer, einfach mal ein paar Klicks zu machen und die Kamera schnell kurz auszumachen, wenn du dir mal eine qualmen möchtest oder einfach mal eine Flasche Bier oder so trinken möchtest. Es sagt ja keiner was. Du bist alt genug, das musst du selber wissen. Aber sowas muss man nicht auf YouTube sehen, weil wie gesagt, es sind einfach kleine Kinder hier auf YouTube. Und du weißt es selber, Justin, es sind verdammt viele Kinder. Wenn du einfach immer mal in deinen Chat fragen würdest, ja, wie alt seid ihr so? Niemand, also beziehungsweise so viele sind noch minderjährig. So zwischen, weiß ich nicht, 12, 16, 17, sage ich jetzt mal. Und die müssen das nicht sehen, wie du da Alkohol trinkst. Und egal, ob es jetzt beim letzten Mal alkoholfrei war, aber man sieht es ja bei dir nicht im Stream, weil du einfach da im Dunkeln hockst. Und man sieht einfach nicht, was du da gerade trinkst. Und natürlich, es ist eine Flasche. Natürlich kann das auch was anderes sein. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es halt eine Bierflasche ist. Und man hat nicht solche Augen, dass man dann auch noch lesen kann, dass das alkoholfrei ist. Und du weißt, Justin, wir haben dir da schon so oft gesagt, mach die Cam aus. Es ist ja nichts Schlimmes dabei, wenn du on-stream raus oder trinkst. Aber wir haben dir schon so oft gesagt, mach einfach die Cam aus. Robert hat es dir auch so oft gesagt. Du hast sogar dann auch dein Wort gehalten, dass du es machst. Es ging dann auch ein paar Tage gut, aber dann hast du leider wieder nachgelassen. Und deswegen habe ich auch zu dir geschrieben, dass du dich einfach so verändert hast. Du nimmst erst die Sachen so wahr, ne? Du machst es dann auch, aber dann nach 1-2 Wochen oder nach ein paar Tagen lässt du es einfach wieder alles fallen und dann wunderst du dich, warum dann keiner mehr an deiner Seite steht, weil du dann einfach, du hast einfach deine Freunde verarscht. Ich möchte nochmal ganz kurz was zu dem zweiten Thema sagen, zu den Frauen. Du hast ja gestern, wie gesagt, alle Frauen sind gleich und du hast sie als, ne, ihr wisst, was ich jetzt meine, beschimpft. Und heute bei René im Stream sagst du, oh, die Frauen sind ja alle hier mega korrekt im Stream, sind alles mega korrekte Frauen. Und irgendwie auch mit WhatsApp, ja, wir können gerne in WhatsApp schreiben, ja, wegen WhatsApp-Gruppen, also wir sind ja alle nicht doof, wir gucken alle deren Streams, auch wenn wir nicht reinschreiben, wir sind immer da, wenn ich das nicht bin oder meine Freundin nicht ist, dann ist es halt, sind es welche aus meiner Community, die mir dann natürlich auch Bilder schicken und, oder auch Videos schicken, was halt bei René zum Beispiel jetzt im Stream abgeht, und da sagst du dann auf einmal wieder alles gut, so, die Frauen sind mega korrekt und alles. Also du musst wirklich echt nachdenken, was du so von dir gibst. Also gut, meine lieben Freunde, dann würde ich jetzt sagen, komme ich jetzt zum Abschluss. Das letzte Thema, und zwar Freunde schlecht behandelt. Das ist für mich eigentlich auch das wichtigste Thema. Denn Justin, du weißt ganz genau, wir wollten dir nie etwas Böses. Wir haben dir immer so viel geholfen. Du warst unten am Boden. Wir haben dir hochgeholfen. Natürlich, du streitest das immer ab, du sagst, ja, ihr wart nie da. Wir waren immer da für dich, Justin. Das weißt du, das weiß deine Community, das weiß meine Community, das weiß jeder hier auf YouTube. Weil, passt, also die ganzen YouTube-Kollegen, alle haben dir geholfen, dass du deine Rechnungen bezahlen kannst. ClashTalks hat nicht umsonst den Spendenstream gemacht. Was wäre, wenn ClashTalks den Spendenstream gar nicht gemacht hätte? Du würdest wahrscheinlich jetzt immer noch heutzutage immer noch da ohne Internet sitzen. Und das wissen halt sehr viele nicht. Deswegen spreche ich das Ganze einfach hier nochmal an, damit die Leute wirklich wissen, was da auch damals Sache war. Und
wie gesagt, wir haben dir damals so krass geholfen. Ich habe dir mega viel geholfen. Abends immer Essen bestellt, damit du was zu essen hast. Ich habe dir gesagt, du kannst dich jederzeit bei mir melden und damit ich dir auch was zu essen geben kann. Ich habe dir abends Essen bestellt. Ich habe mit dir gezockt und und. Aber das ist mal ein ganz anderes Thema. Es geht ja eigentlich jetzt eher so um das Geld. So, Clash Talks hat einen Spendenstream für dich gemacht. Du hast auch alles bezahlt und auch alles mega gut. Aber im Nachhinein stellst du uns einfach da, also einfach so hin, als ob wir einfach Dreck wären, so als ob wir einfach nichts wären. So, du nimmst das, also es prallt einfach alles bei dir ab. So, man gibt dir alles, aber es prallt einfach alles von dir ab. Du lässt es einfach so, für dich ist das so selbstverständlich. So, du würdest streamen, einer spendet 100 Euro. Oh, danke, danke für deine 100 Euro, echt lieb von dir. So ungefähr, so reagierst du. So, das ist ja, das ist kein Dankeschön, was du machst. Und wie gesagt, Justin, wir helfen dir immer wirklich, also wir haben dir sehr, sehr oft geholfen. Und natürlich auch, so was mich mega herbe getriggert hat, war einfach deine Aussage. Martin, kannst du mir jetzt Essen bestellen? Oder du hast sogar gefragt, ob meine Freundin dir Geld leihen kann, damit du dir was zu essen kaufen kannst, weil du keine Lust hattest, zur Tafel zu laufen, weil es einfach zu warm draußen war. Also, Jungs, Mädels, also ne, merkt ihr gerade was? Merkt ihr gerade was? Also da setzen einfach gerade ein paar Gehirnzellen aus. Er wollte nicht zur Tafel gehen, weil es zu warm draußen war. Er war einfach, ich sag jetzt einfach mal, es soll jetzt nicht beleidigend rüberkommen, aber einfach ein faules Stück Scheiße. Nur weil es einfach ein bisschen wärmer draußen war. Es ist halt nun mal so im Sommer, dass es warm draußen ist. Und dann, ne, dann braucht man sich ja nicht wundern, warum man dann Nein sagt. So, aber versteht ihr so diesen Hintergedanken? Er hätte einfach zur Tafel gehen müssen. Oder ich weiß gar nicht, was das für ein Tag war, aber ich glaube, es hatte nur noch die Tafel oder irgendwie sowas. Oder er hat die Tafel verpasst und es war ein Sonntag. So war das, glaube ich. Es war ein Sonntag. Er wollte halt nicht zur Tafel gehen, weil es an dem Tag oder den Tag davor zu warm war. Und es war dann Sonntag, es hatte nichts offen. Und also da tut es mir dann halt mega leid. Wenn man einfach so ein faules Stück Scheiße ist, dann unterstütze ich sowas nicht. Geschweige halt meine Freundin. Da haben wir auch Nein gesagt, weil sowas geht nicht. Wenn einer faul ist und nicht was zu essen holen gehen möchte und dann noch so herbe dreist nach Geld betteln oder nach Essen betteln, sorry Jungs, Mädels, da bin ich dann komplett raus. Oder mit dem Thema Selina. Wie oft oder wie, wir haben von Anfang an gesagt, das ist ein Fake. Hör einfach nicht auf diese Selina. Aber nein, du hattest deine rosarote Brille auf und du warst natürlich so verliebt. Ja, 11 Single ist natürlich ist das scheiße, 11 Jahre Single zu sein. Aber es ist doch dann kein Grund, so krass hinter einer Person hinterher zu rennen. Das hat niemand verstanden. Das hat einfach niemand verstanden. Und du hörst lieber auf diesen Leon, den du nicht mal so lange kennst, statt, sage ich mal, auf mich, den du schon über, also den du fast seit 10 Jahren kennst, deinen besten Freund, deinen ex-besten Freund. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Lieber hörst du auf ihn, als auf mich oder geschweige auf deine Community, die so oft gesagt haben, das ist fake, aber du wolltest nicht hören und bist halt auch damit auf die Schnauze gefallen. Und natürlich ist es schade, dass es am Ende halt so rausgekommen ist, dass Selina fake ist, dass das alles Leon war. Also in dem Moment hast du uns wirklich mega leid getan, weil sowas hat echt kein Mensch verdient, so verarscht zu werden. Und aus dem Grund, Justin, haben wir, also ich habe ja nicht die Polizei gerufen, ich habe natürlich was dazu beigetragen, dass halt auch die Polizei kommt, weil du hast in deinem Stream angedeutet, dass du Selbstmord begehen möchtest. Und ich finde, on Stream zu sagen, ich begehe Selbstmord, du weißt selber, du hattest da, weiß ich nicht, 20 Zuschauer oder sowas. Und du weißt, ich habe es gerade schon angesprochen gehabt, es gibt Kinder, die YouTube gucken. Und es gab mit Sicherheit auch Kinder, die gerade in dem Moment den Stream geguckt haben. Und die denken sich dann auch, Alter, WTF, was für Selbstmord. Und es gibt auch andere, die vielleicht deinen Stream gucken, denen es privat auch nicht so super geht, die vielleicht auch Selbstmordgedanken haben oder sowas. Und du sagst dann on Stream, ja, ich springe jetzt hier gleich vorm Zug. Also diese Person, die auch dann Selbstmordgedanken hat, die denkt sich, oh, er möchte sich umbringen. Ja, Mann, dann mache ich das auch gleich. So, du weißt gar nicht, was du mit deinen Aussagen bewirkst. Das kann so schief ins Auge gehen. Und aus dem Grund haben wir ja dann auch die Polizei gerufen, weil du halt on Stream gesagt hast, du springst vom Zug. Du warst danach auch eine sehr, sehr lange Zeit weg. Und aus dem Grund, wir haben uns einfach nur Sorgen gemacht. Und am Ende trittst du das wieder alles mit Füßen. Wirklich, Leute,
Wir tun Justin nur Gutes. Wir wollen Justin nichts Böses. Auch jetzt nicht. Ich mache das Video nicht, um ihn zu haten oder irgendwie sowas. Ich möchte einfach nur, dass Justin einfach mal auf uns hört. Dass er einfach mal das macht, was man ihm sagt. Er ist alt genug, ja. Aber das, was ich halt alles gerade angesprochen habe, mit seinen ganzen Aussagen, den Frauen gegenüber, mit Selbstmord und sowas halt einfach, ne? Oder dass er halt on-stream raucht und sowas. Kann er ja machen. Aber wenn er einfach dann in dem Moment die Cam einfach kurz ausmacht, es sind ein paar Klicks, es ist nicht schwer. Und genau, das ist das, was ich eigentlich auch möchte, dass Justin einfach mal hört. Und natürlich, es ist dann halt immer das Gleiche. Es kommt wieder vielleicht irgendwann wieder ein Mädchen und wir sagen, hey, das ist Fake. Wir wissen es zu 100%. Aber Justin hat dann wieder hier seine rosarote Brille auf und denkt, nein, Mann, das ist niemals Fake. In 3 Wochen, ihr werdet sie alle sehen. So, und dann ist das Geheule wieder groß. So, versteht ihr, was ich meine, was ich mit diesen ganzen Aussagen hier tätigen möchte? Das ist, am Ende sind wir immer die Bösen. Am Ende sind wir immer die Bösen, obwohl wir Justin nie was Schlechtes wollten. Wir wollten ihn immer nur helfen und beziehungsweise wollen ihn ja immer noch helfen, wenn er irgendwie Probleme hat und sowas. Aber wie gesagt, er tritt einfach alles mit Füßen. Ihnen ist das alles egal. Bei ihm prallt einfach alles ab, so als ob gar nichts wäre. So, wie gesagt, mit einer Spende. Oh, eine 10-Euro-Spende. Ja, danke. So, versteht ihr, was ich meine? So, wenn mir jemand 1 Euro spendet, ey, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Wenn mir jemand nur 99 Cent spendet, ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Und bei Justin, wenn einer da, zum Beispiel jetzt mit den 400 Euro, der hat ein Video gemacht, ja, ich danke euch, ja, Hashtag We Are One und sowas. Leute, das ist doch kein Danke-Video. Also, ich bitte euch. Also, wenn er das als Danke-Video nennt, oder beziehungsweise, wenn er den Leuten geschrieben hat, ja, danke, danke, dass ihr alle gespendet habt und sowas. Also ich habe noch keine Nachrichten von Justin bekommen, weder noch eine Entschuldigung, was er halt zu mir gesagt hat, dass ich ein schlechter Freund bin. Das ist halt eigentlich auch das letzte Thema jetzt hier, dass er mich als schlechten Freund dahinstellt, obwohl ich ihm wirklich so viel geholfen habe. Wie gesagt, mit dem Essen bestellen, wenn es ihm schlecht ging, immer. Ich habe ihn nicht nur Essen bestellt, ich habe ihn auch trinken, ne, damit er auch was zu trinken hat und. Geld gespendet und, Leute. Aber ich bin ja ein schlechter Freund. Weil er sieht das ja so, weil ich ja, okay, es war scheiße von mir, dass ich mit seinen Accountdaten in YouTube drinne war, aber er weiß ganz genau, dass ich nichts mit seinem YouTube-Kanal mache, dass ich ihn nicht sperre oder sonstiges. Okay, kann ich verstehen, dass man da ein bisschen sauer ist. So, aber natürlich muss man damit rechnen auch, wie gesagt, ich wollte ihn eigentlich auch nur so ein bisschen hops nehmen, dass ich halt mit seinem Account und sowas reingehe. Und ihn einfach quasi in dem Sinne ein bisschen Angst mache. Wie gesagt, ich wollte seinen Kanal nicht löschen. Ich hoffe natürlich, dass YouTube da auch irgendwann dahingegen was macht. Oder wenn ihr einfach den Kanal alle meldet. Wie gesagt, eigentlich will ich nichts Böses, aber eigentlich hat sowas nichts auf YouTube verloren. Also wenn er sich natürlich nicht weiter dran hält, dann hoffe ich, dass sich da irgendwas auch mit dem YouTube-Support oder sowas regeln kann. Und dass dieser Kanal dann für endgültig, ja, von YouTube verschwindet. Ja, gut. Das war jetzt ein herbe langes Video. Ich hoffe, ich konnte euch wirklich die Augen öffnen und wirklich zeigen, was Justin für ein Mensch ist. Also er ist wirklich ein sehr, 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 sehr undankbarer Mensch. Man kann ihm so viel geben. Bei ihm prallt es einfach ab. So, er sagt nur danke, ja, okay, danke, sehr nett von dir oder irgendwie so. Aber Leute, wie gesagt, so ein Video zu machen oder sowas, so ein kleines Danke-Video oder sowas, ist für mich kein Danke-Video. Und genau, und somit verabschiede ich mich jetzt auch von diesem Video. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch ein bisschen, ja, was mit auf den Weg geben. Wie gesagt, hate Justin deswegen nicht. Bleibt einfach normal, bleibt fair. Und wenn er on-stream trinkt und ihr seht es, dann sagt ihm das. Yo, macht die Cam aus. Und wenn er es immer noch nicht macht, dann schaltet einfach ab. Dann schaltet einfach ab oder meldet einfach den Stream. Ganz einfache Kiste. Und ja, Leute, das Video ging jetzt schon herbe lange. Und genau, ich verabschiede mich dann jetzt. Also Leute, macht's gut und ciao, ciao.